Für einen Moment den Krieg vergessen. Hier in Bamako, der Hauptstadt Malis, haben sich einige Fans vor einem Fernseher zusammengefunden, um ihre Mannschaft beim Afrika-Cup spielen zu sehen. Die Nationalmannschaft von Mali steht unter besonderem Druck. So haben sie sich das Ziel gesetzt, ihren Landsleuten Glück und Hoffnung zu geben. Und tatsächlich schafft das Team beim Afrika-Cup am Montag den Sprung ins Viertelfinale. Ein 1:1 gegen Kongo reicht. Es ist eine große Erleichterung für die malischen Bürger. Wir sind wirklich zufrieden. Wir wollen, dass Mali den Pokal gewinnt. So können wir den Krieg vergessen, den wir gerade haben. Wir danken dem malischen Team. Sie haben gut gespielt. Ich bin sehr glücklich über die Qualifikation, wünsche dem Team viel Glück. Das wird wirklich die Moral in der Bevölkerung steigern. Ayuru am selben Tag. Hunderte weitere Truppen aus Frankreich und Nigeria schließen sich im Kampf gegen islamistische Aufständische an. Frankreichs Staatschef François Hollande sagt, wir sind dabei, die Schlacht zu gewinnen. Die Soldaten sind da. Ich hoffe, die Leute können in Frieden schlafen. In Frieden schlafen und vom Afrika-Cup-Sieg träumen. Seydou Keita, Nationalspieler, der bis 2012 für den FC Barcelona spielte, ist hier in Bamako geboren. Die Fans hoffen auf das Beste. Ich wünsche mir, dass wir den Cup gewinnen und den Krieg und dass wir beide Siege zusammen feiern können, das Ende des Krieges und den Pokal gewinnen. Am Samstag, den 2. Februar, trifft Mali im Viertelfinale auf Südafrika. Dann werden sie wieder einen Moment abgelenkt sein vom Krieg.